Season 4 Energo Battle League geht heute an den Start. Aber was ist das? Ich habe meine Belohnung nicht auf Kamera aufgenommen. Was ziemlich blöd ist. Denn eigentlich wollte ich das auf Kamera machen, aber ich habe es aus Versehen. Also ich wusste nicht, dass man direkt die Belohnung bekommt, wenn man auf das GBL-Logo im Menü geht. Und egal. Auf jeden Fall habe ich die Belohnung leider schon abgeholt, was blöd ist. Falls ihr die Belohnung nicht abgeholt habt, denkt an euer Sternenstück, denn ab Rang 8, 9 und vor allen Dingen natürlich auch 10 lohnt sich das. Ne? 100.000 für Rang 10 mit Sternenstück, nochmal 50.000 obendrauf, 150.000. Sagen wir nicht nein, okay? Ja, wir spielen heute in der Superliga ein neues Pokémon, was ich noch gar nicht ausprobiert habe, und zwar Knogger. Ich habe nämlich das Glück gehabt, ich habe wann war das? Moment, erstmal müssen wir das Team bauen. Ich habe auf dem Go-Fest ein sehr, sehr gutes Knogger bekommen. Und zwar ein Rang 2 Knogger, was sehr nice ist. Bauen wir jetzt mal ein neues Team. Das Team kann so bleiben. Und das Team möchte ich heute gerne mal ausprobieren. Beziehungsweise erstmal generell Knogger. Wo haben wir es? Knogger, wo bist du? Da ist es. Ein Rang 2er mit 0-15-15. Ich glaube nur 0-15-14 oder 1-15-15 ist besser. Ich glaube 0-15-14, glaube ich. Und ja, aber ein Rang 2er Knogger nimmt man natürlich gerne mit, vor allen Dingen, weil das ja ohne das Go-Fest sehr, sehr, sehr schwierig zu bekommen ist, nämlich nur über Raids. Dazu nehmen wir noch Rexbleezer rein. Wenn ich einen Krypto-Rexbleezer hätte, würde ich hier an der Stelle einen Krypto-Rexbleezer nutzen. Das habe ich nur leider nicht. Und Azumarill, und heute habe ich dran gedacht, ich habe Azumarill Eisstrahl weggenommen und Knuddler draufgepackt. Das hat in diesem Team vor allen Dingen den Sinn, dass wir dann nicht diese Doppelung mit beispielsweise Rexbleezer haben, der ja ohnehin schon die Ice-Coverage mit reinbringt, mit seinem Pulverschnee und dem Meteorologen. Und ich bin gespannt, wie das Team funktionieren wird. Und würde sagen, lasst uns doch gleich einfach mal unseren ersten Kampf in Saison 4 machen. Ich bin sehr gespannt. Ach, da sehen wir wieder das Saison 1, Rang 1 Bildchen, ja. Very nice. Ich habe gestern am letzten Tag mein Set aufgenommen in der Superliga, das allererste. Und das habe ich dann jetzt auch hochgeladen. Und ich habe sogar für die restlichen Sets noch ein bisschen reguläre Meisterliga gespielt mit den ganzen legendären Pokémon. Und es war ziemlich gut, wenn ich ehrlich bin. Genauso wie diese Führung. Registeel gegen Knogger nehmen wir natürlich gerne mit uns. Wir können nämlich hier mit unseren Sofortattacken richtig, richtig gut runterfarmen. Und Deoxys ist auch kein Problem. Ich habe mir Energie bis zum Gehtnichtmehr geholt. Und jetzt hole ich mir dein Schild. Ha, ha, ha. Riesdeal Deoxys. Wir wechseln auf jeden Fall hier einmal raus. Ich hätte hier vielleicht sogar einfach ködern können, weil die Wahrscheinlichkeit, dass mein Gegner hier drin bleibt, ist ja ohnehin relativ gering gewesen. Und genauso gut kann ich jetzt ebenfalls einmal schilden, damit ich den sicheren Donner... Normalerweise kommt am Anfang immer der Donnerblitz durch. Und der Typ entscheidet sich eiskalt erstmal dazu zu ködern. Finde ich jetzt aber nicht so nett. Normalerweise machen die Leute das nicht. Naja, gut. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Steinhagel. Achso. Okay, in dem Fall hat mein Gegner wahrscheinlich gar keinen Donnerblitz drauf, sondern nur Psychoschub. Das müssen wir uns merken. Könnte eine wichtige Information sein für später. So. Mein Gegner setzt jetzt erstmal seinen ganzen Schild wieder hier runter. Ist in Ordnung. Und was jetzt potenziell passieren kann, ist, dass mein Gegner jetzt die Ladeattacke raushaut. Ich glaube, die Wechsel ist jetzt draußen. Registeel kommt wieder rein, haut eine Kanone raus. Aber das wäre mir eigentlich relativ recht, um ehrlich zu sein. Ich möchte nämlich hier lediglich einmal die Hydro-Pumpe rausbekommen. Ich weiß gar nicht, wie viel der Knuddler in der Situation gemacht hätte. Vielleicht hätte der Knuddler hier gereicht, vielleicht auch nicht. Aber was ich hier definitiv machen werde, ist... Okay, Knuddler hätte sowas von nicht gereicht. Aber umso besser. Das heißt, wir haben jetzt Schildvorteil. Das Registeel hat, wie gesagt, Energie bis zum Gehtnichtmehr. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Kugelsaat auf... Okay. Kugelsaat auf dem Dingenskirchen. Das hat jetzt natürlich auch wieder eine Menge Energie getankt. Das gefällt mir nicht. So, ich hau hier eine Hydropumpe raus und dann geht's einmal auf Knogger. Bam. Wir müssen hier nicht schilden. Na, wir müssen hier definitiv nicht schilden. Ich könnte potenziell schilden, aber ich muss mir mein Schild aufbewahren für das Tengulist. Die Lichtkanone wird ohnehin hier so gut wie nichts machen. Und dann können wir hier einmal komplett runterfarmen. Spukball ist auch schon bereit und dann hauen wir hier direkt den Spukball raus. Wenn mein Gegner hier jetzt einen Schmarotzer oder so raushaut, darf er das gerne machen. Ich werde hier definitiv nicht schilden, denn ich habe meinen Rexbleezer. Und Rexbleezer gewinnt dieses Matchup, gerade mit dem Schild im Rücken, ja, sowieso. So, mein Gegner lässt sich nichts lumpen.
Wir gehen dann direkt auf Rex Blisa und dann ist das hier eigentlich auch schon vorbei. Vor allen Dingen, ja, was will mein Gegner hier groß machen? Ich lasse den Angriff einmal durch. Einfach aus Interesse, weil ich mal abschätzen muss, um wieder so ein Gefühl zu bekommen, wie viel macht denn ein Schmarotzer. Ausreichen wird er definitiv nicht. Knapp 50%. Okay, das ist eine interessante Info. Eine Info, die wir uns auf jeden Fall im Hinterkopf behalten müssen. Sehr schön. Ja, das lief ja jetzt in dem ersten Kampf in der Saison schon mal ganz gut. Vor allen Dingen Registeel, Tangolist und Deoxys vom Gegner. Zwei legendäre Pokémon. Und ich habe nicht mal eins von denen. Ich habe weder Registeel noch Deoxys in der Verteidigungsform für die Superliga. Das ist traurig, aber es ist halt leider so. Ich hätte sehr, sehr gerne ein Deoxys in der Verteidigungsform, weil das ist, denke ich, ziemlich cool und vor allen Dingen auch echt stark. Aber ich habe halt leider keins. Aber wenn ich eins hätte, würde ich definitiv schauen, dass ich das irgendwie in meine Teams unterbekomme, weil es, wie gesagt, ziemlich gut ist, meiner Meinung nach. Ein sehr, sehr, sehr guter Safe-Switch. So, reguläres Stunfisk. Das ist gar nicht mal so gut. Ich meine, ich kann natürlich jetzt Knochenkeulen spammen. Problem ist, mein Gegner kann Schlammbomben spammen. Und die machen guten Schaden. Nichtsdestotrotz will ich mal wissen, wie viel so eine Schlammbombe macht. Oh, das ist guter Schaden. So, dann haue ich hier selber eine Knochenkeule raus. Vielleicht kriege ich hier ein Schild, weil ich ja theoretisch schon Spukball fertig habe. Warten wir mal ab. Nicht mal. Boah, der Typ, der will es aber wissen hier. Da hätte ich eigentlich auch gleich drin bleiben können. Aber zumindest weiß ich circa, wie viel Schaden die Knochenkeulen machen. Das ist gut zu wissen. So, Melmetal. Oh Gott. Das Ding kann auch Elektroangriffe. Okay, wir ködern. Zumindest hatte ich vor zu ködern. In dem Fall dann halt nicht. Ja, meinetwegen. Oh, okay. Kein Problem. Jetzt habe ich nur leider den Knuddler eingeloggt. Weil jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Gegner schüttet, gar nicht mehr so hoch. Ja, seht ihr? Ich hätte einfach die Judo-Pumpe opfern müssen. Das war nicht so gut. Aber hey, das ist fein. Weil ich müsste doch jetzt in der Lage sein, hier potenziell mit meinem Knogger runterzufahren. Ich werde mit Knogger hier runterfahren. Wenn es sein muss, muss ich einmal schilden, aber ich werde mir hier definitiv eine Menge Energie holen. Weil ich glaube, dass das Lundschläge, das hat nicht mehr so viel Energie. Zack, wir fahren komplett runter. Perfekt. Dann kann ich nämlich einmal hier angreifen. Hängt natürlich jetzt auch davon ab, was ist das letzte Pokémon des Gegners. Auch wenn Rex Blisa da natürlich sehr, sehr, sehr gut gegen ist. Ich habe zwei Knochenkeulen. Und ich werde jetzt auch zwei Knochenkeulen hintereinander nutzen und meinen Knogger dann besiegen lassen. Ich meine, wir haben das Stahl-Pokémon schon raus. Es besteht die Möglichkeit, dass der Gegner eventuell doppelt Stahl spielt. Ja, es besteht die Möglichkeit, durchaus. Aber mal abwarten. Abwarten und Tee trinken. Ich könnte theoretisch jetzt auch aggressiv raus. Das mache ich auch. Einfach den Gegner nicht irgendwie angreifen lassen. Und, oh, Hypno. Okay, Hypno ist in Ordnung. Hypno ist wirklich in Ordnung. Das heißt, ich hau hier erstmal hyper aggressiv. Das hier raus. Ich muss, wie gesagt, jetzt vor Feuerschlag aufpassen. Das ist ganz blöd, okay. Das heißt, ich kriege hier schon mal guten Schaden drauf. Und das wird ein Feuerschlag sein, oder? Das wird relativ sicher ein Feuerschlag sein, deswegen schilde ich. Ja. So, und dann braucht der zweite ein bisschen weniger Konfusion. Und zwar 3 Konfusion für den zweiten. Ich hoffe, ich erreiche meinen Angriff früher. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob das ein Ladeattackengleichstand war, aber das war sehr, sehr knapp. Regel Nummer 1, wenn Hypno 7-mal Konfusion nutzt, kann er 2-mal diese Schläge nutzen, die Elementarschläge. Aber das sieht doch hier eigentlich ganz gut aus. Wir resistieren der Schlammbombe, wir resistieren dem Ladungsstoß. Perfekt. Und können jetzt hier einfach gemütlich erstmal runterfahren. Hey, mein Gegner kriegt noch einen Angriff raus. Mein Gott, okay. Ich hätte jetzt natürlich hier auf den Meteorologen gehen können, aber ich dachte, so geht es eventuell schneller. Aber der klammert sich an jeden Grashalm, der Gegner. Okay. Und GG. Schlechte Führung, trotzdem gewonnen. Finde ich gut. Ja. Zeigt, glaube ich, auch einfach nur, wie gut Azumarill eigentlich ist.
Melmetal, Leute. In der Superliga. Ja, ich habe theoretisch auch ein gutes Meltan für die Superliga. Aber kostet halt 100.000, ne, für den zweiten Angriff. Aber vielleicht wäre das eine Option. Aber, naja, registriert es eigentlich schon besser, wenn man es hat für die Superliga. Ich habe leider, wie gesagt, kein gutes. Schweige denn die Bonbons. Wow! What the hell? What is happening? Okay, es könnte ein Hurricane sein. Also ein Orkan. Ich sage immer Hurricane, ich weiß, aber okay. Dragorad Führung. Alles klar, sage ich da nur. Sollte doch jeden Drachenklau überleben. Ich werde hier definitiv nicht schilden. Ich bin mir sicher, ich sollte doch einen überleben, oder? Ja. Süß. Und dann kommt hier nochmal ein Knuller von mir. Bam, 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 bam. Aber Orkan hat wehgetan. Das hätte ich ruhig schilden können. Schon wieder ein Schild. Okay. Ich meine nicht, dass ich was dagegen hätte, aber okay. Ja, das heißt, wir haben jetzt kompletten Schildvorteil gegen unseren Gegner. Und Rex Blizzer farmt jetzt hier einfach runter. Frage ist nur, ob ich hier einmal schilden möchte. Ich meine, es ist Dragoran. Dragoran macht auch so guten Schaden, gerade bei Rex Blizzer, der sowieso ein bisschen anfälliger ist gegen sowas. Also einfach mal angreifen. Das heißt, wir haben Energievorteil, Schildvorteil. Mal schauen, was kommt. Das macht mir die Sache gerade nicht angenehmer. Das macht mir die Sache gerade nicht angenehmer. Okay, perfekt. Ich krieg den Knochenboomerang noch aus. Das Problem ist jetzt gerade aber wieder, das wird nicht ausreichen, weil Knochenboomerang, Knochenkeule meine ich, kein guter Angriff ist. Okay, ich habe nichts gesagt. Und noch ein Totok zum Schluss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich erreiche den Spukball. Und ich glaube, mein Gegner hat eine Ladeattacke geschmissen. Zumindest ist das meine Hoffnung gerade. Mal schauen, wie viel der Spukball macht. Oh, macht ordentlich Schaden. Und, okay. Wir schilden nicht. Wir heben uns den Schild für Rex Blizzer auf, weil wir haben jetzt noch, glaube ich, Eisstrahl. Okay. Okay. Okay, Energieball benötigt dreimal Pulverschnee, wenn man schon Meteorologen hat. Okay. Gute Info, gute Info. Ich muss mich da, wie gesagt, erstmal wieder zurechtfinden. Aber ja, interessante Teams in der Superliga, gerade zum Saisonstart. Mein Team ist da ein bisschen tryhardiger, ich weiß. Vielleicht muss ich dann zur nächsten Folge auch mal was Gewagteres probieren, sage ich mal. Aber das Team jetzt gerade ist doch eigentlich ein ganz guter Start, okay? Ist zwar nur Rang 1, aber naja, am Anfang der Saison kann man so noch mit die besten Serien ausbauen. Und man hat ja auch jetzt das Format geändert. Man braucht jetzt für Rang 9, jeder kann theoretisch Rang 9 erreichen. Man muss lediglich 204 Kämpfe gewinnen. Also ziemlich cool, wenn ihr mich fragt, was Niantic da gemacht hat. Also, ich find's echt nice. So, das ist ein Himmelsfeger. Definitiv. Der macht aber auch schon guten Schaden. Das heißt, wir schilden hier einmal. Ja, weil es ein Himmelsfeger ist. So, dann holen wir uns hier ein bisschen Energie und ich glaube, ich drücke direkt den Spukball rein. Ich möchte hier erstmal nicht ködern. Weil ich meine, notfalls kann ich hier komplett runterfahren. Okay. Und ich glaube, ich farm hier auch komplett runter. Einmal nochmal schilden und dann komplett runterfahren. Ich glaube, das ist hier der Play. Da habe ich zwar keine Schilde mehr, aber das ist in Ordnung. Kann ich komplett runterfarmen? Ich glaube, ich muss einmal die Knochenkeule benutzen. Mal schauen, ob das die richtige, der richtige Way war. Oh no. Oh, Glück gehabt. Okay, immerhin. Kommt jetzt ein Azumarill? Nein, ein Flunschlick. Nee, Bolterus. What? Okay. Bolterus ist fein. Fein, 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 fein. Okay.
Okay, Gegner schildert das. Aber ich komme nochmal zu einer Knochenkeule. Okay. Das wird jetzt nicht so viel Schaden machen, weil das ist ein Bolterus. Obwohl es vierfach effektiv ist, aber es sollte trotzdem nur so ein Viertel machen, oder? Ja, immerhin. Ist in Ordnung. Nehmen wir. Das heißt, mein Gegner hat auch keine Schilde mehr. Ich kann jetzt in mein Azumarill gehen. Gucken wir mal, ob mein Gegner wechselt. Sieht nicht danach aus. Will wahrscheinlich einfach eine Steinkante abfeuern. Okay. Feuer deine Steinkante ab, Bro. Das ist in Ordnung. Das wird, wie gesagt, so gut wie nichts machen. Habe ich euch zu viel versprochen? Zack. 3, 4, 5. Okay. Und die Hydro-Pumpe. Ich weiß nicht. Wie viel braucht Bolterus für einen Flammenwurf und eine Steinkante, Leute? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass Bolterus sehr langsam lädt. Das letzte Pokémon ist ein Gewaldro. Und da gehen wir auf unseren Konter gegen Pflanzen. Und zwar den guten alten Onkel Rex Blisa. So, und Onkel Rex Blisa. Aeroas. Das ist in Ordnung. Kann jetzt ja einfach den Meteorologen abfeuern. Und Gewaldro ist jetzt nicht das Pokémon, was am meisten aushält. Und deswegen können wir es jetzt einfach wegputzen. Gewaldro hat eine Mega-Entwicklung. Falls ihr es noch nicht wusstet, Gewaldro hat eine und die ist mega, mega cool. Mega-Entwicklung, mega cool. Versteht ihr? Ha! Ja, gut. 4:0 Start in die Saison. Bisher macht das Knogger in der Führung einen guten Job. Klar, problematisch wird es, wenn der Gegner ein Azumarill hat beispielsweise. Aber da haben wir immer noch unser eigenes Azumarill als Safe-Swap-Option. Das ist so die Idee dahinter. Knogger gegen Granbull. Okay, da wird es, glaube ich, darauf ankommen, ob das jetzt Charm ist oder Snarl. Okay. Nee, das ist Charm. Never mind. Ich dachte, das ist eventuell das andere, was man mit, was spielt? Irgendwas Schmarotzer. Standpauke. Schmarotzer Standpauke. Hört sich halt fast ähnlich an. Okay. Gegner schildert hier einfach. Ja, wenn der Gegner schildert, schilde ich ebenfalls. Wird wahrscheinlich ein Knirscher sein. Yep. Das heißt, wir holen uns jetzt ein bisschen Energie wieder. Und gehen auf die Knochenkeule. So, streng genommen hätte ich, glaube ich, hier auch fast komplett runterfahren können. Ich glaube tatsächlich schon. Aber ich wollte meinen Knogger halt nicht zu weit unten haben. Okay, und jetzt kommt, da ist es ja schon. Das ist alles schon mal. So, ich möchte aber vorher einmal den Spukball abfeuern. Ist die Frage, lasse ich mich runterfahren? Nee. Gehen einfach in unser eigenes Azumarill. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist, aber wir machen es trotzdem. Könnte jetzt ein Knuller sein. Und eine Hydro-Pumpe. Das ist ein Knuddler. Okay. Aber surprise der Herr, ich habe ebenfalls Knuddler im Set. Das heißt also, you are not alone. So. Ich sollte mich aber nicht in Sicherheit wägen, weil wenn hinten ein Stahl-Pokémon ist. Oh! Okay. Wenn mein Gegner das hier schildert, hat er hinten irgendetwas, wogegen Azumarill nicht gerne kämpft. Okay. Das war, glaube ich, ein CMP. War ein bisschen riskant, aber ich wollte mir einfach zusätzliche Energie holen. Mal schauen, ob es ausreichen wird. Ich hoffe doch. Oh, ganz knapp nicht. Okay. Hinten ist irgendetwas, was Azumarill nicht so begrüßt. Irgendwas. Aber wir können jetzt hier mit Blubber runterfahren. Und haben dann Knuddler und Hydro-Pumpe bereit. Und es ist was... Okay. Yo, okay. Gut, dass wir hier definitiv unser Pokémon noch aufbewahrt haben. Boah, das hätte böse enden können, Leute. Da habe ich mir jetzt aber ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Aber ich habe hier die Hydro-Pumpe echt gebraucht. Boah, Knogger hinten. Rasiert natürlich mein Rex Blisa komplett. Vorne bis hinten. Der macht den komplett nass. Aber sowas von. GG. Oi, und mit dem 15:0 in die Saison starten. Das sehe ich doch gerne. Taubos gibt es ebenfalls direkt als Belohnung. Ja, Taubos ganz nebenbei. Das Mega soll ja jetzt die Tage kommen. Freue ich mich schon sehr drauf.
Tauboss wird zwar in Pokémon Go, denke ich mal, nicht so viel machen können, je nachdem. Aber es ist halt cool für die Sammlung. Und generell finde ich das Design von Mega Tauboss sehr, sehr schön. Ja, man kann in diesem Team Rex Blizzard, wenn ihr keins habt, auch mit Tengulis ersetzen. Ich finde, das funktioniert auch relativ gut, weil Tengulis und Rex Blizzard so, ja, den Pflanzenpart halt einfach übernehmen. Und wir erreichen Rang 2. Yay! Das ist auch eigentlich ganz fein. Gut, Leute, für heute soll es das gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, lasst auch gerne eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, euer Regi.